Hallo liebe Leute und Dankeschön fürs Einschalten. Ich bin gerade ein bisschen unterwegs beim Spazierengehen bzw. zum Einkaufen und heute gibt es einen Lothringer Speckkuchen und oder auch Quiche Lorraine genannt. Das Ganze wird mit Mürbeteig angesetzt. Dazu kommen dann leckere Zwiebeln und noch ein paar andere Zutaten. Und das Ganze beginnt dann natürlich mit dem Mürbeteig, der danach noch in den Kühlschrank kommt. Und was da jetzt genau reinkommt bzw. was für Zutaten und wie wir das Ganze angehen, das zeige ich euch jetzt im Video. Da wir ohne den Mürbeteig nicht vorwärts kommen, fangen wir natürlich damit an. Nehmt einfach eine große Schüssel, gebt das Salz hinzu, dann natürlich das Mehl, dann schlagen wir noch ein Ei auf und dann fehlt nur noch die Margarine, die ist jetzt schon ein bisschen weich geworden. Ihr könnt natürlich auch Butter nehmen und dann nehmt ihr einfach den Knethaken und das wird dann gut verknetet. Und zum Schluss, um das Ganze noch schön zu verbinden, nehme ich einfach die Hand. Drückt das Ganze schön zusammen und im nächsten Schritt, kurz bevor es in den Kühlschrank kommt, nehme ich einfach ein bisschen Klarsichtfolie. Da drücke ich den Teig kurz rein, umwickle das Ganze mit der Folie und dann ab damit mindestens für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Und im nächsten Schritt kümmern wir uns schon um die Füllung für die Quiche. Jetzt schneide ich einfach eine Gemüsezwiebel auf, schneide die in kleine Stücke und wenn da was übrig geblieben ist, dann einfach auch kurz runterschneiden. Dann brauchen wir noch Kochschinken. Normalerweise macht man das Rezept mit Speck. Mir schmeckt es aber persönlich mit dem Kochschinken etwas besser. Einfach kurz in Würfel schneiden und in der Zwischenzeit schon etwas Butter in einer Pfanne leicht erhitzen. Und dann rösten wir kurz unsere Schinkenwürfel an. Immer schön gut verteilen, damit auch nichts zu kurz kommt. Und jetzt mache ich schon etwas Platz an der Seite, damit ich jetzt die Zwiebeln dazugeben kann. Die brauchen ja auch ihren Platz. Und dann lasse ich die Zwiebeln kurz andünsten, zusammen mit dem Schinken. Das Ganze kann dann ruhig so 5 bis 6 Minuten bei mittlerer Hitze in der Pfanne bleiben. Und jetzt wird das Ganze noch mit ein bisschen Salz gewürzt. Nur eine Prise, sonst wird es wirklich zu salzig, das ist mir auch schon mal passiert. Dann noch eine gute Prise Pfeffer. Und dann schmecke ich das Ganze noch mit einer guten Prise Muskatnuss ab. Dann gieße ich das Ganze noch mit einem kleinen Schuss Sahne auf, den Herd habe ich mittlerweile ausgeschaltet und dann verrühre ich das Ganze noch und lasse es dann mittlerweile abkühlen und im nächsten Schritt kümmern wir uns schon mal um den Teig. Um den einfach zu verteilen, nehmt einfach unten und oben ein bisschen Klarsichtfolie und dann könnt ihr super mit dem Nudelholz gut verteilen. Ich mache es hier mit zwei Händen, habe ich ein bisschen mehr Kraft und jetzt fetten wir noch die Springform aus, damit da nichts anklebt. Und dann legen wir den Teig, den wir zuvor ausgerollt haben, einfach rein und drücken die Ränder noch schön fest, damit ein schöner, ja, Kuchenrand entsteht. Und jetzt füllen wir den Inhalt von der Pfanne, den wir vorhin zubereitet haben, einfach in die Springform, verteilen das Ganze noch. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, das ist der Käse. Ich habe mich hier für Gouda entschieden, der schmeckt mir persönlich immer ganz gut bei überbackenen. Das Ganze kommt dann für ca. 20 Minuten in den Backofen, danach noch gut auskühlen lassen, bevor ihr die Springform öffnet. Und dann habt ihr ein wunderbares Gericht. Ich wünsche euch schon mal guten Appetit und gutes Gelingen in der Küche. Viel Spaß! Wenn ihr es noch nicht getan habt, freue ich mich natürlich über einen Kommentar oder ein Abo von euch. Und ihr könnt mir natürlich auch mal Rezepte von euch schicken, die ich dann mal selbstverständlich nachkochen werde. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr so für Rezeptvorschläge habt. Ich schaue es mir gerne an und das nächste Video kommt dann auch schon wieder am Sonntag, Punkt 19 Uhr. Ich freue mich auf euch und ja, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, könnt ihr natürlich wie immer hier und da weiter, so, jetzt sieht man es, hier und da weiter Videos schauen. Und bis dahin sage ich viel Vergnügen in der Küche und guten Appetit. Tschö! My heart will melt down some shoes.